Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin wieder live auf Twitch und wir spielen die Forgotten Realms Challenge mit unserer Esmeralda. Letztes Mal war es turbulent, denn wir haben unser Kind gekriegt von unserem sexy schmexy Caleb. Aber wir haben uns mehr erhofft, denn dann sind da Dinge passiert. Unser süßes kleines Kind hatte kein Gesicht. Wir haben uns dann richtig ins Zeug gelegt, aber das Gesicht kam nicht wieder. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir ändern komplett das Aussehen und dann machen wir sie zum Kleinkind, weil da hatte sie ein Gesicht. Problem war, das Gesicht verschwand wieder. Und schlussendlich haben wir ein Tütenkind. Das Einzige, wo sie normal aussieht, ist das Ausgeh-Outfit. Und da sehen wir ihr süßes Gesicht und ansonsten hat sie eine Tüte auf. Aber darüber denken wir jetzt gar nicht weiter nach. Wir wollen ein tolles Kleinkind. Wir wollen mit ihr spielen. Wir wollen sie kennenlernen. Und genau das machen wir jetzt heute. Was ist das Kind? Also ein Junge oder ein Mädchen oder eine Hexe und eine Hexe oder ein Vampir? Es ist ein Mädchen und ein Vampir. Vielleicht ist es deshalb so. Ganz genau. Ich glaube, es ist ein Vampir. Auf jeden Fall ist es irgendwas Magisches. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein. Ach so. Und nachdem, was ihr schon mitbekommen habt, ich bin live. Der Chat ist auch da. Wir unterhalten uns. Die Sounds bleiben drin. Es ist uncut und es ist ein Dämon. Das kann sein. Und ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten starten wir rein. Let's go! Es ist ein Dämon. Es kann ein Dämon tatsächlich sein. Hi YouTube. Oh, so süß, dass ihr so aktiv geschrieben habt. Voll lieb von euch. Dankeschön. Huhu. Wie geht es dir, Nachtblume? Wie geht's dir, Brezelbrie? Habe ich dich auch schon gefragt? Nee, ne? Habe ich dich noch gar nicht gefragt. Es tut mir sehr leid. Da guckt euch das an. Irgendwie komme ich nie irgendwas mit bei den Let's Plays. Wo war ich denn die ganze Zeit? Liv, du kannst sie gerne auf YouTube nachgucken. Ich habe alle geschnitten. Ihr bekommt die nächsten Wochen immer 2 bis 3 Videos die Woche auf YouTube. Ich sag's euch. Amara. Wie geht's super und dir, mir auch. Amara heißt sie. Ganz genau. Und unsere 12 Trilliarden Kätzchen sind auch dabei. Ja, das mache ich natürlich. Ich habe natürlich auch schon abonniert. We hope so, liebe Liv. We hope so. Nein, also ich bin jetzt dahinter. Ich habe ganz viele, also die ganzen Streams geschnitten. Ich bin noch nicht ganz durch. Und ihr bekommt die nächsten Wochen die ganzen Streams hinterher und könnt sie euch alle nachschauen. Ich habe sogar... Ich hab doch gesagt, bin immer da. Ja, aber es ist so süß, wenn man das dann so mitbekommt. Weißt du, Nachtblume, es ist so goldig. Ich freue mich da sehr drüber. Genau, ich habe sogar einen Stream gefunden von Lola, als wir noch in der Wohnung gewohnt haben. Aber der ist so out of context, den können wir gar nicht. Also den könnte ich gar nicht hochladen. Aber es ist richtig süß. Ganz genau. Vor allem kommt jetzt dann die Disney Legacy. Ah! Und wo ihr gerade da seid, also die Disney Legacy kommt jetzt dann auf YouTube immer, dann die Black Widow und Forgotten Realm. Dann haben wir unser gestrandet Let's Play. Da möchte ich mehr Kontinuierlichkeit reinbringen. Allerdings struggle ich da halt ein bisschen, ne? Wir müssen mal das Haus einrichten. Ja, aber wir haben ja kein Geld, Paulina. Und ich hab eine Idee. Es gibt ja die Challenges von Sims, ne? Habt ihr Bock, dass ich sowas auch auf YouTube mache? Dass wir sagen, hey, ich nehme eure Sims. Also mir war es wichtig, dass ihr zum Beispiel Sims hochladet und unter dem Hashtag Safarina Challenge YouTube. Und dann würde ich mir immer wieder Sims von euch und dann nehmen und dann machen wir so Kurz-Let's Plays. Also immer diese Liebes-Let's Play, wo man sich entscheiden muss, ob man wieder mit seinem Ex zusammenkommt oder eine neue Liebe findet. Also diese Kurz-Challenges von Sims. Hättet ihr auf sowas Bock? Ich baue mit 2000 ein ganzes Haus. Grundriss, das geht aus. Das geht nicht aus, du. Das geht nicht aus. Das geht nicht aus. Nee, nee. Aber wir können uns ein Lama kaufen. Ein Lama wäre ich dabei.
Wir brauchen sowieso ein Bett für die kleine Maus. Also sie kann doch auch Pipi. Ach, sie ist. Sie kann nur Pipi machen gehen. Noch süß. Unser gruseliges Kind. Wieso ist sie traurig eigentlich? Kennenlernen. Tag verschönern. Das ist so gruselig. Warum? Ich muss da kurz einen Screenshot von machen. Es ist ja echt. Ja. Also Horror auf einem ganz anderen Niveau. Horror auf einem ganz anderen Niveau. Was hast du denn da erschaffen? Ja, also wie gesagt, sie hat halt. Ups, sie hat halt kein Gesicht. Und aber eigentlich ist sie echt süß. Guckt. Eigentlich ist sie halt wirklich echt süß. Das Problem ist, sie hat halt überall das gleiche Outfit bis auf hier. Weil da sehen wir halt ihr echtes Gesicht und sie ist halt echt ein knutscheliges Girl, ne? Ein bisschen gruselig, aber schon süß. Schon süß. Hogwarts, hello zum ersten Mal. Hallo. Hi, hi. Nein, hello erstmal. Hallöchen, wie geht's dir? Hi. Hogwarts 005. Was hat sie jetzt? Weglegen. Boah, Cutie! Ja, ein Cutie. Sie ist ein Cutie, aber sonst sieht man leider nur eine Tüte. Leider. Leider, leider. Okay, warum ist sie traurig? Ich bin traurig wegen Schwangerschaft. Aber sie ist doch gar nicht mehr schwanger, Girl. Du bist nicht mehr schwanger. Geteiltes Leid wegen Verbundenheit, der sich schlecht fühlt. Wer fühlt sich hier schlecht? Gut, also passt auf. Wir haben jetzt folgendes Problem. Wann wird sie dann zum Kind? Die ist erst letzten Part zum Kleinkind geworden. Also. Ach ja, wir haben die Alterung aus. Wir können es uns aussuchen. Wir können es uns aussuchen. Ich glaube, ich habe die Alterung hier aus. Oder? Dauert das so lang? Wie auch immer. Wir können es uns gerne aussuchen. Oder ist das eventuell wegen einem Mod oder so? Weil normal ist das ja nicht. Nee, da ist irgendwas kaputt gegangen. Ich habe auch mal eine Esmeralda erstellt. Die sah voll ähnlich aus. Echt? Oh Gott, wie cool! Herzlich willkommen in der Wüste! Miau! Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für dein Follow. Ein Herzchen an dich. Hi, hi! Wie cool. Eine Esmeralda, die genauso aussieht. Meinst du die kleine oder meinst du unsere große Esmeralda? Herzlich willkommen in der Wüste. Hi Imbi, auch an dich. Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, auch dir geht es gut. Und vielen Dank für deinen Follow. Ach, ein Herzchen an dich. Hallöle. Nee, die große. Oh, wie cool. Wie cool. Di, 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 di. So, was machen wir heute? Ach ja, das wollte ich ja gerade. Wir müssen uns überlegen. Die Cam laggt. Oh no! Ja, wie gesagt, bin Tabinett. Hallo! Hallöchen! Hi, hi! Nee, die Cam hat heute ein Update gemacht. Die hat heute vorher schon rumgezickt. Miau, hallo! Kann sein, dass die heute ein bisschen zickt, die Cam. Ja, ja. Jetzt nicht mehr, alles klar. Miau, hallo, wie geht es dir? Wie geht es dir? Hogwarts ist total cool, dass du eine ähnliche erstellt hast, tatsächlich. Witzig. Total witzig. Also, wir haben ja jetzt die Sache, ja? Einen Dämon und eine Zicke, mega Mischung. Wie meinst du und eine Zicke? Was? Wo stellen wir denn unser Kinderzimmer hin? Also eigentlich müssten wir im Prinzip das Wohnzimmer dementsprechend, also da halt ein Bett mit reinstellen. Oder wir stellen bei Esmeralda einfach das Kinderzimmer, also das Babybett erstmal mit rein, weil so viel Platz haben wir ja gar nicht, ne? Vorerst. Ja, ich glaube, das machen wir. Wir stellen einfach Esmeraldas Bett hier rüber. Und dann stellen wir das Kleinkindbett mal dahin. Auch irgendwie was in dem schönen hellen Holz vielleicht da. Ja, nö. Natürlich wieder nicht in dem Holz, was ich gerne hätte, nö. Aber das geht eigentlich. Ah doch, das, oder?
Und wir nehmen einfach weiß, weil es halt einfach da dazu passt. Süßi! So, das brauchen wir. Und wir brauchen einen Pipi-Kaka-Topf. Und wir brauchen einen Hochstuhl. Ein Hochstuhl ist wichtig. Pipi-Kaka-Topf. In grün. In der gleichen Farbe, wie die Mama hat. Oh mein Gott. Und ein Hochstuhl. Haben wir überhaupt schon einen Tisch oder irgendwas? Nö, wir haben nicht mal einen Tisch. Wir haben nicht mal einen Esstisch. Bei uns läuft einfach. Rückwärts und bergab, aber es läuft. So, dann stellen wir mal einen kleinen Esstisch hier hin, würde ich sagen. Ich habe versucht, deine Vampirfrau zu machen. Hab leider nicht alles CC sagen. Wie meinst du nach Blume? Naja, Kind, Dämon und Cam und Zicke. Ja, heute ist echt der Wurm drin, ne? Heute ist der Wurm drin, ich sag's euch. Naja. So, wir brauchen einen hübschen kleinen Tischli. Hier ist sowas, guck mal, das ist doch süß. Das ist doch süßi, das passt hier perfekt rein. Hier sogar mit Blümchen, ganz genau. Dann können wir hier den Hochstuhl hinmachen. Hab sie erstellt, sieht aber nicht identisch aus. Ach so, wie süß. Meinst du Chloe? Da, 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 da. Wartet. Wir brauchen ein hübsches Stück. Oh, wir könnten die hier nehmen, ne? Gibt's die in weiß? Oh, das ist schon süß, ne? Als hätte die die selbst gemacht. Als hätte sie die selbst gemacht. Oder ist es süß oder ist es nicht so süß? Ich finde es süß. Wir können aber auch solche nehmen mit Blumen. Aber okay, nee, lieber doch nicht. Es ist doch zu sehr Hochzeit. Ich dachte, das sind einfach nur mega süß, die Blumen dran. Ohne die Schleifchen wäre es süß. Und welche gibt es noch? Es gibt doch von dem Hanford und Bagley Pack auch so schöne Stühlchen. Die würden eventuell passen, oder? Stubbit, where are you, Stuli? Da. Die sind halt auch süß. Mit dem gepunkteten. Welche wollen wir nehmen? Aber ziemlich gleich. Ist doch voll cool. Wollen wir solche Stühlis nehmen? Oder wollen wir die, als hätte sie die selbstgemachten Baumstühle nehmen? Ein Baumstuhl! So ineinander platzieren können wir es nicht, ne? Wäre jetzt auch wieder zu cool. Also, welche wollen wir nehmen? Ich habe heute extra ein Ananas-T-Shirt an, weil ich mir gedacht habe, es passt einfach zu unserer Esmeralda. Ich glaube, wir nehmen... Hallo, bin wieder da, war kurz essen. WB Livia. WB, schön, dass du da bist. Ich finde, die einen passen besser, aber die anderen sind halt realistischer für die Story. Ja, finde ich halt auch. Selbstgemachte Stühle, würde ich jetzt auch sagen. Ich finde auch die selbstgemachten echt süß. Dann nehmen wir die selbstgemachten. Wir können es ja irgendwann wieder ändern. Na, also wir können ja sagen, okay, wir Baumstühle. Miau, ich finde den Namen so süß. Ich liebe eure Namen. Mann. Einfach, oh Gott, wir müssen gucken. Stopp. Bevor die liebe Janine wieder irgendwas platziert, wir brauchen abseits des Netzes Lichtchens. Lichterlies. Oh, ich liebe sowas, ne? Aber die sind halt so fett. Wenn wir die platzieren, dann sind die Kerzen oben. Das geht nicht. So geht es nicht. Aber wir könnten die. Oh, wollen wir sowas hinstellen? Das ist schon sehr irgendwie ein bisschen creepy, ne? Lassen wir lieber. Aber sowas können wir hinstellen. Wieso wollte ich eine Gurke im Glas sagen? Könnt ihr mir das bitte beantworten? Warum? Warum wollte ich eine Gurke im Glas sagen? Das ist eine Kerze. Und irgendwas zum oben drüber hängen. Wow! Oh, holla, die Waldfee. Wie cool ist denn das? Es passt ja so gut in dieses Let's Play. Ich komme nicht drauf klar. Warum habe ich das nicht gesehen? Entschuldigung?
Mein Name ist einfach Subba, ne Janine? Dein Name ist auch Subba. Ich habe beschlossen, mit meiner Minischwester in die Stadt zu gehen. Was ist deine Minischwester? Deine kleinste, Elena? Nennst du sie Minischwester? Muss ich auch einführen. Aber meine Minischwester würde mir dann aufs Dach springen, glaube ich, wenn ich sie Minischwester nennen würde. Die würde mich hassen, wenn ich das zu ihr sage. Wie schön. Lieben wir. Die finde ich schön. Dann musst du drüber machen. So. Es ist schminnig mietig genug. Machen wir hier so hin. Mein Hund schnarcht einfach. Too much? Was ist too much? Ja, das ist die Kleinste, die ist 8 Jahre alt. Die andere Schwester ist 18, deswegen nennst du sie Mini-Schwester. Oh Gott, wie süß. Wie süß. Ja, ich habe ja 3 kleine Schwestern. Ne? Und bei mir ist die Jüngste schon 15. Aber ja, Mini-Schwester würde auch zu ihr passen, tatsächlich. Ja, so kann ich sie bei meinen Freunden unterscheiden. Wie lustig. Liebe ich. Lieben wir. Lieben wir. Dann weiß jeder Bescheid. Hammer. Hammer. Ich lieb's. So, ich möchte unbedingt jetzt mal ein schönes Sofa. Und ich habe mir auch eins ausgeguckt, was ich gerne haben möchte. Ich möchte gerne dieses hier, weil ich finde es absolut... Ich glaube, das ist das. Ja, ich finde es absolut süß. Und zwar in diesem Grün. Da, guck mal, wie schön dieses Sofa ist. Und dann können wir den Baum verkaufen. Es ist so schön. Es ist so schön, aber jetzt haben wir kein Geld mehr, ne? Oh. Cool, doch. Vor allem die Sachen können wir jetzt verkaufen, weil die sind im Inventar drin. Normalerweise dürfen wir nur am Stand verkaufen. Aber die verkaufe ich jetzt so, weil alles einzeln hinzulegen ist mir ein bisschen doof. Sag ich euch, wie es ist. Du, du, du. Oh, was? Holla! Sie wird 15. Yo! Wartet ganz kurz. Haben wir da noch welche im Garten? Also muss ich mal ganz kurz muss ich das abchecken. Weil, ne? Safety first und so. Entschuldigung, Spiel. Bitte jetzt nicht rumlecken, ne? Bitte nicht rumlecken. Haben wir jetzt keine Zeit für. Nee. Wo sind die denn? Was ist denn das? Ist das ein Baum, der Drachenfrucht-Dingsi? Oder was ist das? Ist es der, oder? Drachenfrüchte, ja! Wowie! Oha! Wollen wir dann noch mehr pflanzen? Easy peasy, lemon squeezy, schon, oder? Ne? Ja, würde ich sagen. Pflanzen wir halt einfach nochmal 2. I mean, why not? Warte, dann machen wir das jetzt einfach so. Dann machen wir die hier rüber und die da rüber. Und dann machen wir einfach hier nochmal welche. And now we have a beautiful Geldeinkommen. Super Sache. Okay, Esmeralda, du müsstest mal ganz kurz bitte hier hingehen. Und die bitte nicht essen. Das ist viel zu teuer, um zu essen. Bitte, bitte geh kurz. Hä? Was ist denn da los? Hä? Hallo Leandra, hallo! Vielleicht wird es ja noch was mit dem Haus. Wahrscheinlich, wir werden reich, wir werden reich! Ganz genau. Ganz genau. Perfekt. Perfekt. Alles klar, gut. Wir haben es geschafft. Dann, oh nein. Verdorbenes Essen aussortieren. Oh oh.
Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Aber die Kleine ist bösartig. Wir sehen... Anbrüllen. Oh, nein. Beibringen, Entschuldigung. Können wir ihr jetzt nicht hier sagen, so, Girl, no? Freundlich? Nö. Können wir es nicht? Warum nicht? Naja, geht's jetzt wieder raus und... Nee. Irgendwas stimmt doch nicht, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich, warum wäscht sie die Sachen immer nicht ab? Ich stelle das einfach mal hier rüber. Vielleicht geht's dann besser. Sieht eh viel schöner aus. Ich vermisse Katastrophe in das Quark. Ja, Katastrophe fehlt tatsächlich. Da hast du recht. Da hast du recht. Alle Tierschüsseln füllen. Oh Gott, der arme Hund, der ist auch stinkig. Können wir jetzt... Ach, jetzt spielt sie. Sie spielt mit dem Sensen. Ich glaube, Paulina war es. Oder was Livia, die geschrieben hat, ist es ein Dämon? Ich habe eine Vampirfrau mal hochgeladen. Dann kannst du sie anschauen, wenn du Zeit hast. Sehr, sehr gerne, Nachtblume. Also ich weiß ja nicht, ne? Aber das war Paulina. Ja, Paulina, du hast einfach recht. Guck mal. Fügt sie zusammen und mach was daraus. Bibbidi babbidi, bibbidi babbidi, bibbidi babbidi aus. Wie sie da einfach ist. Lebe ich noch? Aus? Wie lebst du noch? Hä, was ist los, Leandra? Geht's dir nicht gut? Oh, werf sie raus. Nein! Wieso sollte ich sie rauswerfen? So, okay. Also wir müssen uns jetzt irgendwie versuchen, um alle zu kümmern. Was können wir jetzt machen? Können wir irgendwas kochen? Milchbrot, Käse. Ein Eintopf. Mysteriöse Pilzsuppe. Ups. Hä, aber warum ist es nur eine Einzelportion? Ich möchte gerne... Kann ich nicht was Größeres? Pilzsuppe. Bei scharfe Froschbrühe. Beim langsamen Köcheln wird das Schicksal der wohlschmeckenden, in der Natur gefangenen Frösche besiegelt. Der Froschsud wird mit grünem Pfeffer, Ingwer und Chili feurig gewürzt und verleiht einem Sim amphibische Energie? Hä? Ein beliebig großer Fisch wird in geräucherten Blättern und Wildkräutern eingewickelt. Dieses Festmahl ist eines königswürdiges. Okay, aber bitte, da was? Ihhh, mein Hase im Spiel. Ja, da lebst du noch, Leandra, da lebst du noch. Fleckhop, hallo. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Boah, ey, ich spei gleich. Ich spei gleich. Das ist ja wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Hallo. Ey, Gölner, du regst mich so auf. Da hat man jetzt endlich was gefunden, was man kochen will. Und sie so, kein Bock. Nö. Schlimm, schlimm. So, was ist jetzt mit unserem Kind? Kann sie eigentlich irgendwas? Algi, Brokkoli. Was will sie hier? Aufs Töpfchen gehen. Was ist sie jetzt eigentlich von ihrem Charakter? Neugierig. Ah. Sonnenblümchen! Hallihallo, meine Gubbel! Gubbel, 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 Gubbel! Habe gerade gekocht und werde gleich kurz essen. Wollte aber mal kurz Hallo sagen. Ihr seid danach aber bestimmt noch da. Dann bin ich aber am Start. Oh, wie schön, Sonnenblümchen. Schön, dass du da bist. Winter, bin ja diese... Oh, gruselig, gruselig. Töpfchenhilfe. Dieser Emote macht mir gerade irgendwie ein bisschen Angst. Hast du Hunger, Kind? Dann geh doch einfach hier hin und nimm dir ein Gerücht. Kannst du doch machen, ne? Kannst du machen.
Level 9 der Kochfähigkeit haben wir erreicht. Sehr schön. Was ist eigentlich mit den Katzen los? Blase, wieso geht sie dann halt nicht aufs Klo? Ach, die gehen nicht, weil es einfach vollgekackt ist. Können wir es einfach blitzblank zaubern, bitte? Ii, oh Gott, es ist hier schon einfach so schlimm. Dreckig alles. Piu! Es hat funktioniert! Perfekt! Wertstoffe aussortieren. Oh, stopp. Wir gehen bitte als erstes hier hin. Geschenk geben. Ein Ei geben. Ein Ei. Hier. Hier, Roxy, du kriegst ein Ei. Und danach gehst du aber bitte wieder, okay? Ja, ja. Stopp. Wertstoffe aussortieren. Wühlen. Kompostierbare Gegenstände aussortieren. Ach, das geht wieder nicht alles. Ich habe ein bisschen Angst vor den Fliegen, wisst ihr? Also ich habe nicht nur ein bisschen Angst vor den Fliegen, ich habe richtig doll Angst vor den Fliegen. Stall säubern, Eier einsammeln, Futter in der Nähe verstreuen und dann gleich nochmal. Kann sie irgendwas mit den... Oh ja, nö, kann sie nicht. Schade. Kann sie hier irgendwas... Sie kann die Grillen pflegen? Jetzt echt? Nee, okay. Kann sie die echt füttern? Auch nicht. Betrug! Betrug! Ich dachte, das geht. Das wäre jetzt mal mega gewesen. Naja. Mit Kompost füttern. Mhm. Wer ist dieses Kind? Das ist unser Kind von Caleb Fleckhop. Weil ich nicht weiß, ob du es schon getan hast, sollte ich dich erinnern, dass du noch meine Bar platzieren wolltest. Danke, danke. Siehst du, habe ich noch nicht getan, Sonnenblümchen. Machen wir dann, machen wir dann. Sobald du da bist, machen wir es, okay? Girl, machst du jetzt das, was ich dir sage? Ja. Und Dreck. Und noch viel mehr, oh no. Oh, sie redet mit dem Hund. Streicheln, brabbeln. Nachmachen. Wie süß. Was will sie hier? Tablet-Spiel spielen. Nö. Ich dachte, sie will aus dem Fenster schauen über irgendwelche schönen Dinge. Aber nein. Ja, weil der Stall kleiner gemacht ist, damit er dahin passt. Nee, der ist kleiner gemacht, weil ich ihn größer einfach häslig finde. Okay, ich sag Bescheid. Bin jetzt essen. Bis gleich, bis gleich. Lurk, ich spiele jetzt auch Sims. Tschüssi. Vielen, vielen Dank für deinen Lurk-Support, Winterwinette. Und jetzt kommt die Katze wieder. So. Ja, ich finde ihn zu groß sonst. Ich finde ihn halt einfach zu groß. Hm. Richte der besseren Hilfe von Frau Fuchs Grüße von Esmeralda aus. Wie süß. Geht das? Macht sie das auch? Hey, Esmeralda, du... Nee. Einfach nee. Was will er schon wieder? Hallo Schatz, ich bin's Papa. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Ja, komm, warum kommst du jetzt nicht vorbei? Papa, komm doch vorbei, kannst dich um deine Enkeltochter kümmern. Ist doch eine super Sache. Können wir noch ein Geschenk geben? Tatsächlich. Wir haben ein blaues Ei? Oh Gott, ich erschrocken. Ja, komm doch rein. Bekanntschaft haben wir gemacht mit Roxy, aber sie ist jetzt weg. Okay, okay. Eier sammeln bitte noch. Futter noch in der Nähe verstreuen. Okay. Wieso haben wir Pizza? Egal. Was ist das? Mysteriöser Pilz. Haben wir den schon gepflanzt? Sattgrüner Pilz. Mochelpilz. Schwarze Bohnen. Lieblicher. Würziger. No! Wow, wieso... Was ist das? Zwiebelpflanze. Warum ist die Zwiebelpflanze... Da ist, glaube ich, Leandra. Nee, das ist Müll. Falscher Alarm. Falscher Alarm. Entschuldigen Sie, Zwiebelpflanze. Ich möchte Sie bitte gerne umplatzieren. Sie stören mich da, denn ich möchte den mysteriösen Pilz damit hin tun. Ja, ja. Mhm. Ein mysteriöser Pilz. So, Pflanzen. Bitte gehen Sie diesen Pilz pflanzen. Hatten wir jetzt nicht ein blaues Ei? Da. Kann nicht ausgebrütet werden. Oh, wie cool. Können wir dann mit irgendwas tun? Oh. Wie man Dumme einfach beschäftigt. Schaut es euch an. Du kannst den weiterentwickeln. Wen können wir weiterentwickeln? Wen können wir weiterentwickeln?
Dürfen wir doch nicht. Stopp! Dürfen wir nicht. Müssen wir dann verkaufen. Zucker. Ein Brutei. Das wollen wir doch. Ein Brutei. Yay! Glockenblume. Eine verdorbene Käsepizza. Lecker Schmecker. Wieso haben wir überhaupt eine Pizza? Und da ist auch schon wieder irgendein Müll. Nee. Nee! Gehst jetzt nicht schlafen. Guck mal, wie es hier aussieht. Och, schlimm. Schlimm. Wir brauchen unbedingt eine Haushaltshilfe oder sowas. Das geht ja echt nicht. Ach so. Ich möchte vorbeikommen. Okay, komm vorbei, Caleb. Komm vorbei. So, endlich mal wieder Mittagspause und dann bald langes Wochenende. Ja! Ach, der ist grün. Ja, 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 ja. Oh, Caleb ist auch da. Wer ist das denn? Abfallbeauftragte. Katzenklo säubern? Nee, geht jetzt nicht. Dann müssen wir uns ganz kurz hier ein Kraftnickerchen machen, weil sonst fällt sie uns einfach wieder um. Und danach müssen wir... Hä? War Caleb bei uns gerade im Bett gelegen? Ja, ne? War er. Ach man, jetzt regnet schon wieder. Ich flipp aus. Warum? Geh doch mal dahin, Mensch. Ach, sie macht schon. Sie macht schon. Sie macht schon. Was machen wir als nächstes? Also, was ist die nächste Challenge, die wir hier machen müssen? Die, was ihr euch... alles stinkt. Die, was ihr euch überlegt. Froschsammlung müssen wir machen. Haben wir gesagt. Jetzt haben wir ein Baby von einem Vampir. Jetzt können wir Kunigunde halt nicht ausrufen, ne? Weil es halt regnet. Ganz toll. Ob ich zu ihr rüberkommen möchte? Nee, wir können jetzt nicht zu dir rüber. Warum stinkt hier alles? Ich krieg die Krise! Herzlich willkommen in der Wüste! Ella SS... SSO Love? Ich hoffe, es ist richtig. Oder Solov? Ella Solov? Herzlich willkommen in der Wüste. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallöchen und vielen Dank für deinen Follow. Ein Herzchen und ein Küsschen an dich. Hallo! Die ganzen Tiere, denen es so richtig kacke geht. Ja, was ist denn hier los? Hä, woher kommt denn jetzt der Hund? Woher kommt denn der Hund jetzt? Hä? Naja, okay, so kacke geht's den Tieren gar nicht. Die sind nur wieder gestresst wegen dem Gewitter. Gott sei Dank. So, und jetzt baden wir unseren Marani. Lotte wollen wir baden. Schrecklich. Schrecklich. Welcome, Ella. Welcome. 1000 Baby-Challenge. Nein, Livia, immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh mein Gott. Ist die Katze dreckig? Wie geht das denn? Seht ihr? Und sie hat schon wieder gesagt, nee, kein Bock, mich jetzt zu baden. Ich entscheide über mein eigenes Leben. Das ist Esmeralda, ja. Komm jetzt, Lotte, wir baden dich. Du bist ein Stinky. Und das Wasser läuft immer noch. Schrecklich. Einfach schrecklich. Du musst ein Level aufsteigen in der Magiefähigkeit. Wer ist auch dafür? Das ist eine gute Idee. Genau sowas. Haha, das Klo ist immer gleich voll und stinkt. Ist ja nervig. Ja. Magie. Reparatur. Und das die ganze Zeit. Aber unser Kind ist halt eigentlich ganz gut, ne? Oh, sie ist müde. Aber warum... Hä? Warum schläft sie nicht richtig? Girl, leg dich doch einfach richtig schlafen. Du kannst es doch. Tada! Unser Tütenkind ist wieder da. Wunderbar. Was ist jetzt los? Ich habe gehört, dass du die Zauberkraft gestärkt hast. Möchtest du sie auf die Probe stellen? Nee, wir können gerade nicht. Bei uns ist alles drunter und drüber. Amara ist bloß ein hilfloses Kleinkind. Ich glaube nicht, dass sie ein hilfloses Kleinkind ist. Ich glaube nicht. Es hat funktioniert. Verwenden. Wieso ist es so ein Stress? Wer hat sich das ausgedacht? Was machen wir überhaupt mit den ganzen... No!
machen wir überhaupt mit den ganzen Katzen? Gott sei Dank, es hat auch funktioniert. Talentpunkte. Wir haben Talentpunkte. Achso, wir können keine nutzen, weil wir sind noch nicht... Also doch. Ah ja, stimmt, das war das. Meisterduellantin. Wirksame Tränke. Im Reiterwinkel des Nachbarschaft ist deswegen extrem mächtig. Er ist vor dem Ableben durch Zauberbeladung geschützt und kann seine Zauberladung freier auf- und entladen. Zudem sind die Erfolgschancen bei der Zubereitung von Zaubertränken, beim Trinken von Zaubertränken, beim Wirken von Zaubertränken höher. Dieser Sim hat die eine höhere Chance, ein Duell zu gewinnen und erhält bei einem Sieg bessere Belohnungen. Zwar mit normaler Zauberladung schlagen nicht mehr fehl, Zauber im aufgeladenen oder überladenen Status prallen viel seltener zurück. Mhm. Fluchsicher. Der Sim ist von Flüchen geschützt. Der Anstiege. Warum haben wir das nicht gemacht? Also. Ist einfach voll schlau, die Seite hier. Spektralreichweite. Der Sim kann jetzt über größere Distanzen zaubern, ohne näher an das Ziel herangehen zu müssen. Außerdem weiß das Ziel nicht, wer den Zauber gewirkt hat, sodass er nicht negativ auf dich reagiert. Okay, Paulina sagt, wir müssen Magie üben. Können wir ja. Funktionale Magie. Oh, was will die kleine Hexe jetzt? Hallo, ihr Bims, ich bin das Tütenkind, Amara. Ich hab mir in die Hose gekackt. Ihr habt mir in die Hose gekackt, Amara, bin ich. So, wohin geht sie denn jetzt? Brabbel, Mitzekatz. Sie ist ein hilfloses Monster, ganz genau. Irgendwie sieht es hier immer schlimm aus, oder? Es ist schrecklich, ne? Es ist schrecklich. Amara hat soeben mit Brokkoli Freundschaft geschlossen. Komm, umarm mal den lieben Brokkoli oder die Brokkoli. Ist ja egal. Miezekatzi. Brokkoli. Oh, Pflanzenschutz entdeckt. Stopp. Was bedeutet Pflanzenschutz? Entschuldigung. Sorge dafür, dass deine Pflanze gesund und frei von Ungeziefer bleibt. Oh. Das ist ja eine super Sache. Wieso ist sie eigentlich sauer? Weil sie müde ist. Okay. Können wir sie eigentlich auch sauber zaubern? Nö. Kinderbetreuung. Windel wechseln bitte. Geh mal kurz die Windel wechseln vom Stinky-Monster. Und dann kann das Monster auch ins Bett, würde ich sagen. Aber, oh, wieso hat sie denn jetzt Hunger? Gerade hat sie doch noch keinen Hunger. Naja, okay, dann füttern wir das Kind halt noch. Wenn es sein muss. Amara Essen geben, einen Obstsalat. Diese Papiertüte, ja, wir müssen doch irgendwas machen. Ha, war beste Idee. Du kannst sie mit Handstaubsauger säubern. Echt? Wir haben ja keinen Strom, Livia, das ist ja das Ding. Dem Handstaubsauger säubern? Jetzt echt? Wie sie da jetzt sitzt. Unglaublich. Mit der Tüte. In der Zeit kann sie ja kurz mal schnell und lauwarm duschen gehen. Was ist hier los? Braucht Vergnügen. Findest du es nicht lustig bei uns? Ich weiß auch nicht. Aufwecken bitte das Kind und dann kannst du sie doch einfach... Sie steht so voll weit weg und schreit sie an. Oh mein Gott. Kinderbetreuung in den Schlaf lesen kommen. Ich habe echt ein bisschen Angst vor den Fliegen, ne? Was machen wir denn mit den Fliegen? Und danach blitzblank zaubern, bitte. Oh, sie hat Spaß dabei, ihrem Kind was vorzulesen. Wieso sitzen die alle da? Einfach, was ist das? Nee. Lehrmalin, haben wir doch schon. Haben wir doch gerade. Können wir einen Tampon benutzen? Ja, können wir. Gott sei Dank immerhin etwas. Was ist jetzt? Brackiges Wasser. Ah ja. Oh, Hände möchte sie auch eincremen. Wieso ist es mit ihr so? Freak Show!
Hau, hau. Dankeschön fürs zweite Monat. Ein riesiges Herz, an die ich danke. Und ein Küsschen. Dankeschön. Oh, hallo. Hallo, Jane, wie geht's dir? Freak Show, ganz genau. Oh mein Gott, ihr wartet hier kurz. Ich muss euch was zeigen. Passt auf. So sieht es aus jetzt. Seht ihr das? Sie liegt hier einfach. Und schläft. Hallo Jaden, wie geht's dir? Hi. Wie geht es dir? Alles gut? Können wir einfach mal ausprobieren, wie das ist mit der... Wie? Ich dachte, wir können hier irgendwas Cooles... Ach so. Diese Pflanze braucht keine Pflege. Ach so. Wir brauchen unbedingt, müssen uns unbedingt mit den Vögeln anfreunden. Dann passiert es nicht mehr, dass unsere Pflanzen sterben wegen den Ungeziefern. Weil es passiert einfach viel zu viel jetzt. Es geht nicht klar. Magie? Reparatur? Kunigunde ist aufgrund unserer eine ganze Weile unzufrieden. Ja, ich weiß es doch mit der Kunigunde. Es nervt mich. Also was auf diesem Grundstück einfach grundlegend falsch läuft, ist das mit dem Müll. Ich weiß nicht, warum das Problem da ist, ne? Also ehrlich, Magie Blitzblank. Hat nicht funktioniert. Cool. Cool. Ja. Putz sie mal bitte. Warum wird sie nicht sauber im Regen? Das ist hier die Frage. Was ist hier los? Aufgeladen. Zauber sind wirkungsvoller, aber die Erfolgschancen sind geringfügig niedriger. Es besteht auch die Möglichkeit, verflucht zu werden. Also zaubere jetzt vorsichtig. Oh. Ei, Schneewittchen, ja. Mir geht's super, aber eigentlich habe ich den zweiten Monat schon länger, oder nicht? Anscheinend nicht. Jaden, es kann sein, dass du eins geschenkt bekommen hast. Du musst einen Insta-Account mit Schneewittchen machen. Ich sag's dir, der wird fame. Geht nur bei den Verwelkten oder mit denen, wo so Käfer dran sind. Ich weiß es nicht. Sie ist einfach zu dreckig. Füttern, melken. Ach du guter Gott, ey. Müssen wir den Viehstall säubern. Ah ja. Und das Kind schläft halt einfach immer noch. Dieser Haushalt ist immer Stress, ne? Also ehrlich, ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Oh, das ist der Profi-Gärtner. Wer ist das? Mimi! Stopp! Stopp. Oskar, please stop this, okay? Oskar, es wäre echt nett, wenn du es lässt. Ja, ich geb dir auch ein Ei. Hier, kannst du eins haben? Oskar, okay? Aber ich möchte bitte, dass du meine Hühner in Ruhe lässt, weil es wäre echt eine super Sache, okay? Dankeschön. Vielen Dank, danke. Ja. Mhm. Haben wir geklärt. Bald ist ja Ostern, ja, ja. Gibt immer was zu tun, aber schlimm. Einfach zu viele Tiere. Finde es manchmal mit einem Hund anstrengend, aber gehört ja zu dem Bauernhof. Ich finde es mit dem Hund, da ist Techtelmechtel im Hühnerstall. Echt? Gibt Babyeier, also Bruteier. Hey, er ist ja schon wieder da. Oskar, hallo. Oskar. Überlustige Füchse plaudern mit Oskar. Oskar vorsingen. Oskar ist bestimmt amused darüber, sag's euch. Oskar liebt unseren Gesang dann bestimmt. La la la. Oh, tatsächlich mochte er wirklich der Oskar. Oh, guckt mal, wie süß. Ihr seht.
Oscar the Singing Fuxi. Süß, oder? Oder? Zu süß. Find's auch gut. Josi, hallo! Einfach goldig. Einfach goldig. Ja, ja, ist toll, ne? Dass wir mit unserer Tochter befreundet sind. Super. Können wir noch irgendwas über Fuchsbabys reden? Es gibt Fuchsbabys, Oscar. Wo sind die Fuchsbabys, Oscar? Ja. 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 Geschenkpräferenz in Erfahrung bringen. Können wir ihm noch ein Geschenk geben? Oscar, was ist dein Lieblingsgeschenk, was du gerne hättest? Was mag er nicht? Was mag er denn nicht? Oh. Sie hat Freundschaft geschlossen mit ihm. Über fantastische Füchse plaudern. Oh, er ist einfach so süß. Er, guck mal, er ist voll der Feind. Oscar, bitte nicht zu stehlen. Oscar, kannst du bitte aufhören zu stehlen? Das wäre sehr nett. Okay, macht er nicht. Schade. Hätte ja sein können, dass er das jetzt einfach so macht, ne? Du bist ein ganz toller Fuchs, Oscar. Du bist ein ganz toller Fuchs. Sag ich dir. Oh nein, jetzt ist er sauer auf uns. Oh, jetzt ist er. Oscar sauer. Wir haben es verkackt, indem wir gesagt haben, hey. Was? Nee! Nee! Was wurde denn jetzt schon wieder geklaut? No! Was wurde geklaut? Was wurde geklaut? Was wurde geklaut? Was wurde geklaut? Haben die schon wieder unsere Badewanne? Ich hasse euch. Ich hasse euch, Gerichtsvollzieher. Ehrlich. Nee. Mann, wir waren so gerade mit Oscar beschäftigt. Das geht doch nicht. Oscar verspielt Erschrecken. Wir hassen den Gerichtsvollzieher. Ey, ganz ehrlich, kann ich irgendwas Böses mit dir machen? Kann ich was Böses mit dir machen? Du nervst mich nämlich. Blitzblank Zauber. Ja, okay. Also nicht. Will sie noch was klauen, oder wie? Hä? Sag mal, also sorry, aber so viel Schulden können wir doch gar nicht gehabt haben. Willst du noch was mitnehmen? Am besten das Haus, oder? Blöde Kuh. Sag mal, also ehrlich jetzt, wie viel Schulden waren das jetzt? Wir haben 15 Simoleons noch zahlen müssen, ja? Wartet. Dann hatten wir die Badewanne. Die hier, ne? Für 845 Simoleons. 845 Simoleons. Ich wiederhole. Achtung. 845 Simoleons, ja? Warum leckt das immer hier? So. Und dann hatten wir noch diesen Kratzbaum. I mean, 620. Im Leben haben wir nicht so viel Rechnungen zu bezahlen gehabt. Ich sag's, wie es ist. Es kann nicht sein. Ist einfach eine richtige Unverschämtheit. Ist einfach eine richtige Unverschämtheit. Die war halt da und dachte sich halt, egal, ich nehme jetzt einfach alles mit. Alles, was ich kriegen kann, nehme ich mit. Hassen wir. Hassen wir. Unglaublich. Nee. Die Wanne fehlt, ja. Bin mal kurz was zu essen holen, bin gleich wieder da. Bis gleich. Ja. Hartes mit den Steuern lernen. Ey. Amir, hallo. Einfach die Kuh nächstes Mal. Was denn? Was meinst du mit der Kuh? Mal nimmt die bestimmt deine Haustür mit. Ja, damit wir nicht mehr raus können, meinst du, oder? Frech. Einfach frech. Ganz schlimm. So, wir machen jetzt erstmal was zu essen, ja? Also wir machen jetzt wieder abseits des Netzes. Und diesmal packen wir den blöden Selbstversorger-Eintopf auch in die Dusche, wollte ich sagen. Wird gepfändet. Die Kuh, meinst du? Ja, nee. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch mal nicht. So, danach. Oh, was hat's denn jetzt? Oh mein Gott. Freunde dich am besten gleich mit denen an. Die werden vermutlich häufiger kommen. Liv, du bist so gemein. Vor allem, wir haben doch Geld.
Wir haben ja Geld. Es ist ja nicht mal so, dass wir kein Geld hätten. Stopp. Oh Gott, Alter. No way. Ja. Also, Sprosse, geht ja wohl gar nicht, ne? Geht ja wohl gar nicht. Oh Mann. Alle Tierschüsseln bitte füllen. Was ist hier los? Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Gönnt euch. Ihr fragt so oft, ich habe keine Lust mehr andauernd Nö zu sagen. Wieder ein Gericht nehmen, bitte. Oh mein Gott, ey. Nee. Bitte reinige das Katzenklo. Wir brauchen selbstreinigen das Katzenklo. Das geht ja wohl gar nicht klar. Wir können doch nicht alle 3 Minuten dieses Katzenklo reinigen. Ich finde es toll, wenn du der Gruppe die Idole beitreten würdest, Esmeralda. Was sagst du dazu? Nee, nee. Wir müssen uns ganz kurz versuchen, um diese Fliegen zu kümmern. Gar nicht gemein bin ich. Doch, voll. Es ist so fies. Kompostierbare Komponenten aussortieren. Oder mehrere Katzenklos eventuell. Sowas wie ein Katzenzimmer oder so bei so vielen Katzen. Wir wollen doch gar nicht so viele Katzen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Wir hatten eine. Eine einzige. Müll leeren. Wieso schmeißt sie die Sachen immer raus? Esmeralda, ne? Nee. Tampon austauschen. Okay, das erlaube ich dir. Mit Fliegen verbünden vielleicht dann. Oh, dann muss ich wohl netter werden. Ja, oh Gott. In Insektenform kompostieren. Geht das jetzt? Ich hasse sie manchmal, ne? Oh nein. Aussortieren, wühlen, Müll leeren. Sie ist einfach so ein Gubbel. Es ist nicht mehr normal. Können wir den Kompost einfach bei uns ins Inventar packen? Geh zur Tagespflege. Hä? Ich glaube an dich. Gib heute dein Bestes. Mach mir doch immer. Amara wurde zur Tagespflege geschickt. Warum denn? Wo ist sie denn hin? Gubbel, gubbel. Gubbel, 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 gubbel. Sie hat ihren eigenen Kopf. Möchte vorbeikommen und abhängen. Okay, Lumi, komm gerne vorbei. Nee. Wir müssen... Das Amara wieder. Wir müssen auf jeden Fall... hat sie sich eingekackelt? Nee, sie stinkt einfach komplett, ne? Kinderbetreuung. Windel wechseln. Mehr Kinderbetreuung. Waschen. Und dann müssen wir unsere Sachen unbedingt mal... den packe ich jetzt gleich mal in den Kühlschrank. Dann fügen wir gleich mal Eis hinzu. Dann müssen wir unbedingt die Sachen mal verkaufen. Und wir müssen die Katzen... Wir müssen die Katzen verkaufen. Die Katzenbabys. Das geht nicht so. Das geht nicht weiter so. Wo ist denn Lumi? Ist Lumi noch hier irgendwo? Dann kann doch Amara sagen, hallo Tante Lumi, kannst du mich auch baden, bitte? Nö. Lumi ist nicht mehr da. Schade. Guck mal, überall sind hier Pfützen und die Katze trinkt raus und hier steht noch ein Eintopf und den hat Esmeralda nicht gegessen und... Alter Schwede. Das Kind stinkt, ins Katzenklo wird schon wieder reingekackt. Hä? Sie hat keine andere Mülltonne, wo sie es reintun kann, weil das sind ja die Mülltonnen. Nee, Paulina, die sollte das ja. Die sollte das ja bei den Maden hier hinten kompostieren, aber sie macht es dann einfach nicht. Heute war mein letzter Schultag und jetzt habe ich für 4 Tage frei. Oh, wie schön, Jaden, wie schön, das freut mich. Sind ja auch Feiertage, ganz genau. Ganz genau, was macht sie jetzt hier? Baden, okay, macht sie. Oh Gott.
Warum ist es so ein Stress? Ich bin froh, wenn Wartet, McGee. Wenn Amara ein Kind ist, dann kann sie uns wenigstens ein bisschen helfen. Weil das ist ja echt jetzt sehr eine Zumutung. Wie soll man das schaffen? Bin jetzt zurück, also wäre es weit. Hallo Sonnenblümchen. Es ist irgendwie wirklich stressig hier immer, oder? Ich komme überhaupt nicht dazu, irgendwas zu tun, weil die ganze Zeit irgendwas ist. Mit Tierschüsseln füllen. Also ich würde sagen, wir verkaufen die Katzen. Ja? Kann man die einfach so verkaufen? Also können wir die verkaufen? Weil es wäre halt echt eine Idee, ne? Geht das? Kummer-Hotline. Ich weiß, dass es am PC geht, aber wir haben ja jetzt keinen. Ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir die Kätzchen einfach so verkaufen und so tun? Per Handy? Geht das? Kannst du nicht Amara auch einfach sauber zaubern? Irgendwie nicht. Ich dachte schon. Aber ich muss jetzt gehen, weil ich mit meiner Mutter draußen Ostereier aufhängen gehe. Oh, wie schön. Genieß es. Ja, weg mit den Kätzchen, aber auch nur zu netten Leuten. Sehe ich auch so. Selber engagieren und dann auch verkaufen oder zur Adoption. Echt? Am Handy geht es auch. Tier verkaufen. Hier. Hat gut funktioniert, ne? Hat gut funktioniert. Geht nicht. Du kannst du beim Handy unter Service. Ah, ja, okay. Nee, will sie halt wieder nicht. Wenn du jetzt dich weiter so streckst, fällst du gleich einfach runter, Madame, ne? Ja. Outfit wechseln. So. Service engagieren. Oder geht's nicht, weil sie vielleicht abseits des Netzes ist? Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Was machen wir jetzt? Will sie nicht. Machen wir es dann einfach manuell. Für wie viel sollen wir denn die Kätzchen dann verkaufen? Also was sagen wir pro Kätzchen dann? Dann tun wir sie in verschiedene Familien. Und dann... ja. Gehen wir zu Welten verwalten. Geben die Kätzchen in verschiedene... Jede für 50. 50 ist schon sehr wenig, ne? Also 50 ist ja ein Witz. Bin wieder da. Baby Blackhop. Das kann sein. Am Handy funktionieren einige Sachen abseits des Netzes nicht so. Ja, es kann sein, ne? Aber 50 finde ich zu wenig. 150? Hm. Machen wir 200, oder? Für jede 300 bis 500, ich wäre für 200. Leandra wieder, ne? Leandra und ich, wir haben einfach so eine Connection. Es ist einfach so. Ist einfach so, ne? Also, wir können zwei Kätzchen auf jeden Fall ihren Eltern geben. Unsere beste Freundin hat ein Baby. Oh, wie süß. Ihr können wir welche geben. Ja. Und unseren Eltern. Meine Haushalte. Hier, oh, wem geben wir denn? Geben wir, also sie bekommt, wieso können wir die nicht? Doch, Brokkoli. Und dann bekommt sie 200. Genau, so, guck mal, perfekt. Okay, sie bekommt Brokkoli. Dann,
Same. Ja, hätte ich auch gesagt, 200. Dann würde ich sagen, ihre Eltern bekommen eine. Wen bekommen die Eltern? Die Eltern bekommen Nudel. Oder? Ja, Nudel. 200. Rüber. Dann können wir natürlich unseren Geschwistern auch eine geben, weil die haben ja, na, die haben ja schon Katzen und ich glaube jetzt, Ilonvi würde sich schon freuen über eine Katzi. Ja. Ich würde sagen, ja. Dann bekommt Ilonvi Algi. Genau. Für 200. Jetzt haben sie gar kein Geld mehr. Oh, tja, so ist das. Und, ja, dann können wir einfach unserer anderen Schwester noch eins geben. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass die, dass es die Katzen sehr gut haben werden. So. Und Mali bekommt, Lumi. So. Für 200. Bitte. Danke. Vielen Dank. Und im gleichen Moment platziere ich jetzt auch die Bar von Sonnenblümchen. Genau, dann geht es dann, dem geht es dann gut. Ganz genau. Ganz genau. Hui! Ja! Endlich! Hat aber auch gedauert, ne? Hat aber auch gedauert, ich weiß. So, Gallery. Was war deine Subs, oder? Unterstrich? Was war das? Ein Blümchen muss ich mir noch mal sagen. Ah, mit P. Ah, da. Hier. Esmeraldas Cottage. Yay. Eine süße Cottage Bar für die liebe Esmeralda. Platzieren wir. Wowie! Oh, wie schön! Sonnenblümchen, ne? Mit Tanzfläche. Oh mein Gott, ein Kicker. Die Bar, schön zum Sitzen. Mega schön! Zum Schlafen auch oben, wie süß! Zum Übernachten sozusagen. Ach, wie goldig. Lieben wir. Salaradula, Menschikabula, Bibidi-Babidi-Bum. Fügt sie zusammen und macht was daraus. Bibidi-Babidi, Bibidi-Babidi, Bibidi-Babidi aus. Oha, wie hübsch, mega. Wie immer. Aus. Wie immer, wie immer. Einfach toll. Das Baby auf meinem Schoß so. Hä, warum klatschen wir jetzt? Sie ist so richtig verwirrt. Lieben wir. Oh. Sonnenblümchen, du darfst jetzt noch einen schönen Namen für die Bar ausdenken, bitte. In der Zeit schreibe ich einen Kommentar. Esmeralda. Ja! Sieht mega aus. Cottage Bar? Sieht sehr schön aus, ja. Danke. Wie gesagt, Sonnenblümchen, brauchst noch einen Namen, wie du es jetzt nennen möchtest. Jetzt will ich aus dem Spiel, mein PC ist aber zu Hause. Wo bist du, Liv? Flowery Bar. Auch voll schön. Aber ich bin mehr so, ich mag halt mehr so die deutschen Namen. Also ich mag so diese richtig
kitschigen deutschen Namen dafür? Was ist zum Beispiel Zuckerbäcker für eine Bäckerei? Finde ich halt sausüß. So blümchenmäßig irgendwie. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Das ist der Name. Und dann... Da, genau, ganz genau. Hier sind die Sonnenblümchen schon. Also ist alles gut. Genau so hätte ich es jetzt nämlich auch gemacht. Weil ich das Blümchen bin. Ja, genau. Bin noch im Urlaub. Stimmt. Oh, das ist ein schöner Name. Seht ihr mal. Seht ihr mal. Bad zur Sonnenblume. Weil unser Sonnenblümchen das Sonnenblümchen ist. Und sie die gebaut hat. Also es ist die Bad zur Sonnenblume. Mhm. Ganz genau. Ganz genau. What time is it? Party time. Ist ja erst 13 Uhr. Super Sache. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Wir haben einfach noch eine Stunde Zeit. Neu. Na klar, Blümchen. Na klar. Ich weiß, dass Clara die Kirche gebaut hat. Kann ich jetzt gleich mal gucken. Heißt doch auch Clara unterstrich GRT. Hier. Hier ist die Kirche. Das ist die, ne? Kleine Kirche, ganz genau. Und die ist von Clari. Und wo hat die hingehört? 20 mal 15, oder? War das die? 20, nee, 20 mal 20. Hierhin. Ganz genau, Haushalt ausquartieren, bitte. Du, 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 du. Tell me why ain't nothing but a da. Was haben wir gesungen? By the Heart Attack oder so, ne? Mitte, glaube ich. Mhm. Oh, wieso leckt es immer so beim Runterfahren? Leckfest. Möbliert aktuell... Allgemein, the gallery. Ja, genau. Oh, wie süß. Direkt speichern. Och, ist die goldig. Ach, guckt mal, wie süß. Schön. Lieben wir. Oh. Und klar, ich sieht's nicht. Wir können aber, glaube ich, wir haben neue Hochzeitskränze. Da können wir, glaube ich, einen anderen nehmen jetzt. Meine Hochzeitsgeschichte. Alle Sachen ansehen, bitte. Hier, guck mal. Oh, wie schön. Eins. Oh, wie schön. Nehmen wir den oder nehmen wir den? Ich glaube, ich bin fast für den hier. Der ist so schön. Rund, ja, der. Was jetzt? Rund oder der? Die Kirche. Man, ihr könnt alle so schön bauen, ja. Einfach das können, ja. Ich liebe es auch. Oder den da. Oh, der Rund ist aber auch schön. Oh, wowie! Rund ist auch schön. In dem Dunklen. So. Hm, beides toll. Bin für rund. Rund. Okay, dann nehmen wir rund. Mega. Oh, wow. Wie schön. Wartet, gibt's, sieht das hier aus? Ist das auch in Holz? Nee. Wollen aber mehr so bunt. Also, ne? Nicht so weiß in weiß, sondern wir hätten gerne sowas vielleicht gelb. Oder so. Ist auch schön. Nehmen wir das? So. Vielleicht hier so? Was war das denn jetzt gerade so?
Nicht so richtig. Ach, Plattform. Jetzt weiß ich, warum es schon wieder buggt. Aha. Die Plattform ist es. Blümlis, aber es ist so groß, ne? Ich glaube, wir machen es eins kleiner, dann ist es nicht so üppig. Viel besser. Ja, besser! Da sehen die Gäste ja nichts mehr. Doch, doch, doch. Doch. Oder nicht gut? Oder wir machen nur eins hier so hin? Aber ich finde die so schön. Dann vielleicht doch so. Gibt es hier die passenden Blumen dazu? Das ist schon wieder was, was mich triggert, ne? Also es geht halt gar nicht klar. Wieso gibt es sowas nicht passend? Einfach frech. Ich möchte mehr Blümchen. Ich finde, es ist einfach zu wenig Blume hier. Einfach frech. Oh, oh. Schön. Oh, Schöni. Das hatte sie ja alles noch nicht. Voll schade. Jetzt hätte sie das alles zum Bauen. Toll. Lieben wir. Oh. Ja, Janine, wenn du dir einfach mal deine Sachen anschauen würdest, die du kriegst, ne? Wäre eine super Sache. Ach, hier, den Weg brauchen wir ja auch. Schwierig, ne? Oh nein, jetzt bohrt hier jemand. Ganz toll. Hört man das Bohren? Schlimm. Bisschen, oh no! Ist recht. Nee, also stört mich. Ja, das Bohren hört man. No! Darf nicht immer sein, aber stört nicht wirklich. Okay. Gut, okay, dann hätten wir ja alles Wichtige hier, oder? Wow. Eine Festtafel. Wow! Wow, wir können das nehmen. Manu. Hallo, danke. Ey. Wow, ist das schön. Oh mein Gott, ist das schön. Wowie. Lieben wir. Lieben wir. Okay. Gut. Großartig. Erstmal alles noch schöner machen. Ja, also die neuen Objekte reinpacken halt. Nicht schöner, weil ich fand es davor schon so schön. Aber wir haben ja extra neue Objekte, weißt du? Extra von dem Pack. Und deswegen finde ich, ist es halt einfach so richtig, richtig süß. Wenn wir das auch nutzen können. Das sind doch die richtigen Stühle sogar schon direkt. Ja. Dann packen wir... Oh, die sind auch schön. Ich glaube, ich finde die schöner. Oder? Die oder die anderen? Oder lassen wir die Bank? Oh, wir können die Bank nehmen. Das ist eine richtig schöne Bank. Ja, guck mal, da ist sogar die richtige Farbe. Wir nehmen die Bank. Dann lassen wir das Bankthema, was sie hatte. Aber nehmen die gleiche Farbe, wisst ihr? War das so? Nee. Hä? Naja, dann sind es halt nur zwei.
Hier. Und dann können wir da einfach überall Blümchen dran machen, oder? Ja, die Bank finde ich auch gut. Alles klar. Nee, die ist nicht, die ist nicht fürs Brautpaar. Kann man natürlich fürs Brautpaar machen, aber das ist nicht extra fürs Brautpaar. So, jetzt brauchen wir Blumen, die wir da an die Seite irgendwie hängen. Oder wir stellen die hier hin. Das ist halt dann auch nicht die richtige Farbe, ne? Nee. Ist meine Stühle? Nee. Nee, nee. Kommt immer drauf an, wie du deine Hochzeit gestaltest. Also es kann fürs Brautpaar sein oder halt auch für alle. Also es kommt immer drauf an, was du gerne magst halt, ne? Wir können jetzt halt natürlich auch sagen, wir nehmen die Dinger hier und machen die halt kleiner und hängen die halt dann einfach dahin. Weißt du? Das wäre halt auch eine Idee. Dann ist es halt wie so. Seht ihr? Oh, ich weiß nicht, man sieht es halt ein bisschen, ne? Man sieht es halt leider ein bisschen. Aber es. Ist okay. Welche Tasten erhöht man die Objekte eigentlich? 9. 9. Das ist einfach aber trotzdem nicht das, was ich so gerne möchte. Ich möchte gerne irgendwie so irgendwas Schönes, was wir hinhängen können. Also jetzt mal ganz im Ernst. So ein Strauß oder sowas. Das geht. Das ist auch von der Farbe okay. Guck mal. Ja, das geht. Das geht. Ja, das ist süß. Das machen wir so. Das könnten wir... Doch, aber dann steht es trotzdem komisch. Dann lassen wir hier einfach nur 2. Aber so. So. Ja, ja, so finde ich süß. Guck mal, jetzt ist es richtig blumig und so. Finde ich gut. Okay, jetzt reicht es aber hier auch. Wie süß das gemacht ist. Oh mein Gott, Clara einfach. So schön. Lieben wir. Ich will genau, was ich als nächstes machen soll in Sims. Ideen? Was könnten wir denn noch gebrauchen? Du kannst gerne noch was bauen. Also irgendwie was, was dir einfällt oder so. Oder was für Chloe. Für unser Dings irgendwie was Cooles oder so. Einen coolen Club, so einen Vampir-Club oder so. Das wäre cool. Das wäre cool. Paula, hallo. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hi. Hättest du auf sowas Lust? So ein Vampir-Club? Mm-m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 m
Mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Kumpel, 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 Kumpel. So. Gehen wir wieder rüber. Spiel gefreest? Nee, nee. Happy Sipsi! Hello! Schrei mir nicht an, Girl! Wie geht's? Schwittchen auf mir gerade so richtig sauer so. Du wieder, ne? Du wieder, kleine Maus. Oh, Yuki, hör jetzt auf zu jammern. Das nervt mich. Was ist hier los? Verkrampfung an Periode. Oh nein, meine Sachen, weil Objekte gepfändet worden sind. Oh no. Also, wir haben jetzt 11.000 Simoleons. Das bedeutet, ich hab Mittag vor mir. Essen ist geil, demnach gut. Oh, wie schön. Wird eine Herausforderung, aber ich kann es ja gerne mal versuchen. Nur halt, aber ohne die offiziellen Vampirobjekte. Sonnenblümchen. Mensch. Also ganz ehrlich, Sonnenblümchen, das nächste Mal, wenn du mitmachst und eine Bau-Challenge gewinnst, na, dann bekommst du von mir dieses Vampir-Pack. Ich sag's dir. Du bekommst dieses Vampir-Pack, weil es kann ja nicht wahr sein. Kinds Spitzname Tüte. Entschuldige Sie bitte, danke. Ja, also ganz ehrlich, Vampir-Pack ist, das ist ein Muss. Girl, das ist ein Muss. Das Vampir-Pack ist einfach awesome. Lieben wir Vampir-Pack, lieben wir. Ich könnte einen Vampir-Club bauen, aber will es nicht wegnehmen. Du kannst gerne was anderes, du kannst, also, du kannst ein Restaurant bauen. Wir brauchen ja viele Sachen. Du kannst einfach ein Restaurant bauen oder Sonnenblümchen baut ein Restaurant und du baust einen Vampir-Club. Ihr könnt euch untereinander gerne absprechen, wenn ihr Bock habt. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Also, weil, ne? Für Chloe brauchen wir sowieso voll viele Aktivitäten, dass sie irgendwo hingehen kann. Eine Bar, ein Club, was weiß ich was, wo ihr Bock habt. Die Idee mit der Schule fand ich auch gut. Also macht, wie ihr denkt. Ich halte euch nicht auf. Oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so optimal, ne? Aber erzählt, dass wir uns noch einen Hund kaufen wollen. Wir haben uns jetzt endlich entschieden für eine Rasse. Und? Ja, das mit der Rasse ist echt schwierig. Auch, also man muss ja auch gucken, dass die Rasse einfach zu einem passt, ne? Weil nicht jede Rasse passt einfach zu jemandem. Gesundheit. Danke, 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 Livia. Danke, Leandra. Man kann da oben was hinstellen, wusste ich gar nicht. Okay. Also wir haben jetzt einen Kamin. Oh, einen schönen Teppich. Einen schönen Teppich hätte ich gerne. Ich hätte gerne einen schönen Teppich. Einen kuscheligen Teppich. Yes. Oh, mit Herzchen drauf. In grün. Wowie. Wowie. Aber ich glaube, wir nehmen den mit Häschen drauf. Cause we love the bunnies. Das ist nur die Frage. Aber es soll noch schön werden, oder nicht? Oh, der ist halt auch sauschön. Ich glaube, wir nehmen doch lieber den. Oh mein Gott, der ist sauschön. Sauschön ist der. Den schwarzen Kamin vielleicht doch. Wow. Du.
Ich finde es eigentlich ganz cool. Wobei der hier, der wirkt halt so ein bisschen, als wäre er schon davor da gewesen. Man hätte es dazu dekoriert, also so eingerichtet. Weil wenn wir es jetzt... Nee, ich glaube, wir lassen es so. Ich glaube, wir lassen es so. Was ich auf jeden Fall auch möchte, ist ein Sessel. Ganz genau. Oh! Mit Rosen drauf. Oh, ach, so schade. Jetzt müsste es ihn mit blauen Rosen geben. Aber natürlich geht das wieder nicht. Den grünen. Aber ich hätte ihn eigentlich schon gerne mit diesen Rosen. Machen wir es trotzdem mit diesen Rosen? Warum nicht? Warum nicht? Es muss ja nicht immer alles perfekt zusammenpassen. Wir wohnen hier immerhin bei Esmeralda und Esmeralda ist etwas anders. Sagt sogar Yuki. Yuki sagt auch, puff, ist sie mit dabei. Ist sie mit dabei, sagt der Hund. Du, 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 du. Mensa ist einfach geil. Ich habe für ein Mittagessen und Nachtisch 3,50 Euro bezahlt. Das geht aber echt. Und das ist halt einfach keine kleine Portion. Und was gibt es? Was gibt es? Es wird ein Labradoodle. Am liebsten einen braunen, aber mal schauen. Bin voll aufgeregt. Oh, wie schön. Labradoodles sind tolle Hunde. Da hast du recht. Für die, die einen Vampirbau oder Schule bauen wollten, könnt ihr ja unter den Hashtags auf Arena hochladen. Ja. Das wäre gut. Ja, finde ich auch. Ich finde Labradoodle auch richtig cool. Oh Gott, von der einen Seite stecke ich es rein, auf der anderen Seite fällt es mir wieder raus. Das wäre gut. Das Hashtag. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Leute, was ist denn da los? Cuteness Overload. Guck mal. Wie machen wir das am besten hin? Hier vielleicht so. Oh, ja. Süß. Süßi. Und das hier muss in die Küche. Ich sehe das doch. Das müssen wir in die Küche packen. Nur wohin? Hier so? Ja. Aber das ist doch nicht richtig. Das müsste hier irgendwie so hin, ne? Das ist schon riesig irgendwie. Warum ist es so groß? Es müsste halt irgendwie eins kleiner sein, ne? So, das ist immer noch zu groß. Dann hängen wir es halt trotzdem da. Oder wir hängen es hier hinten? Nee, wir hängen es darüber, so wie es war. Weil einfach, weil wir es können. So, können wir es dann in hell nehmen? So, ja. Süßi! Okay, was können wir noch hier reinhängen? Ja, stimmt! Wir können ja Aktivitäten und Fähigkeiten was machen. Sie kann ja genau das kann sie machen. Mega cool. Und stricken kann sie ja eigentlich auch, ne? Richtig cool. Was ist denn da? Ah, die Post kommt. Ah, jetzt wissen wir, warum sie meckert. Können Sie es bitte lassen? Wir haben es verstanden, dass die Post da ist. Wir haben es gehört. Es reicht jetzt auch wieder. Ja. Und sie kann ja auch. Sie kann ja auch. Ist stricken? Stricken, glaube ich. Ist, glaube ich, stricken, ne? Stricken, stricken, stricken. Wo ist denn Stricken? Stricken. Strick. Stricker? Sticker? Hä? Strick. Strick. Strickkorb. Ja, genau, sowas. Süßi. Aber das hat sie ja eh dann im Inventar, richtig? Also sie hat es ja eh nicht dann irgendwie... Naja. Der Nachbarshund auch am Ausrasten. Der Postbote, Alarm! Alle rasten sie aus. Können wir das da hochstellen? Natürlich wieder nicht.
Können wir schon. Sehe ich gar nicht ein. Machen wir jetzt einfach. Zack. Zack. Mal eins kleiner. Stellen es dann schön hoch. Wunderschöni. Ganz genau. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einige Dinge, die sie machen kann. Die sie erledigen kann. Was wollen wir noch hinstellen? Wollen wir uns das auf... Bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter streamen wir heute. Bis wann streamst du eigentlich? Nee, nicht mehr so lange. Weil wir ja jetzt dann wegdriven. Wir kommen zwar zunächst, aber Hauptsache wir haben alle möglichen Aktivitätsobjekte. Ja. Wollen wir uns jetzt auf den Restaurant Vampirclub? Wenn ja, was möchtest du machen? Ja, noch das Vampirpack. Ja, wir kommen wirklich zu nichts. Da hast du einfach recht, ne? Aber wir hätten halt auch unserem Kind irgendwas kaufen können, weil unser Kind ist ja auch noch da, Leute. Wir müssen doch auch ans Kind denken. Warum? I hate it. Ein Stapelblock, aber nur einer. Warum leckt das jetzt? Hier, guck mal, können wir doch hier so hinmachen. Einfach hier so mit drauf, einfach weil es süß ist. Zack. Und den Sensemann hat sie ja auch schon. Ja, reicht. Sie kriegt den Stapelblock und den Sensemann. Blumenbindetisch hat sie schon. Falls du geantwortet hast, könntest du es vielleicht nochmal schreiben. Meine Verbindung war weg. Leandra hat geschrieben, du kannst es dir aussuchen, so ein Blümchen. Sie hat beides. Hallo, Lena. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Hi, hi. Na? Spaß braucht die Maus. Und dann soll sie doch einfach mal ein großes, klassisches Gemälde machen vielleicht. Kommt sie auf jeden Fall hin. Okay, dieses Kind schläft auf jeden Fall. Was ist jetzt hier mit der Katze los? Spielen. Ah. Ach, Spaß geht da gar nicht hoch, ne? Ups. Ups. Naja. Guck mal, ihr gehen die Tiere so nach, sie malt sogar ein Tier. Danke, dann mach du das Restaurant. Ich habe das Pack nämlich nicht. Und dann macht das mehr Sinn, wird schöner. So. Ansammler verkaufen. Okay. Können wir Inventar platzieren? Und können wir jetzt einfach strikt... Oh, guck mal, wir müssen doch noch unsere Magie üben. Magie üben. Esmeralda, Alter, du nervst mich. Tierpflege, spazieren gehen. Lauf einfach mal, Lotti. Lauf, hab schön viel Spaß. Tschüss, Lotti. Was macht sie jetzt hier? Sie macht wenigstens das, was man ihr sagt. Welche Größe vom Grundstück? Wollen wir in Forgotten Hollow die zwei Sachen bauen? Oder wollen wir... Wisst ihr was? Sucht es euch einfach aus. Wir können auch Newcrest hernehmen und Newcrest vollbauen mit euren Objekten sozusagen. Also wie ihr Lust habt. Welche Idee habt ihr denn? Wo können wir es denn hinbauen? Auf was habt ihr Bock? Ein Zauber auf einen anderen Sim wirken ist hier die Aufgabe. Mhm. Magier Rang 3. Drei Duelle gegen einen anderen. Fünf verschiedene Zauber kennen. Oh, okay. Lernt sie da was? Also geht es hoch? Tatsächlich. Köstlichkeit! Oh mein Gott! Das ist ein so geiler Zauber. Ich sag's euch fast auf. Guckt mal. Wartet, wo geht es? Wo geht es hier hin? Magie? Zaubern? Große Köstlichkeit. Pass auf. Wir haben jetzt einfach hier ein Joghurt-Parfum mit Früchten.
Ah, lecky schmecky, ich flipp aus. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Hammer. Mega cool. So, also einen Zauber auf einen anderen Sim wirken. Haben wir denn hier irgendwo einen Sim? Wir können doch Caleb einladen, oder? Ich meine, Caleb schläft ja bestimmt nicht. Außerdem können wir mit Caleb ein Schnicki-Schnacki... Caleb schläft? Caleb ist ein Vampir. Unlock, mein Spiel hatte keinen Bock. Was? Was? Aber WB, Bintavine, schön, dass du wieder da bist. Katze macht einfach Hindernisparcours. Hier, meinst du? Wo ist denn die Katze? Wie kann denn der Typ schlafen? Fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Warte mal. Automatische Lichter. Alle Kerzen. Ja, es passt schon so. Guck mal, vor allem, es geht ja. Magie blitzblank. Hat geklappt. So, warte. Und hier, guck mal. Magie, Pflanzenschutz. Let's try. Hat nicht funktioniert. Ist die jetzt kaputt? Gar keine gute Idee. Gar keine gute Idee, sag ich euch. Oh mein Gott. Nee. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt. Wie kann das denn sein? Das ist ja frech, wenn es nicht klappt. Sie sind einfach die Sachen kaputt. No way. Wieso sind die eigentlich noch kaputt? Wir haben doch jetzt einfach zum 20. Mal... Invasive Spezies. Gartenstatus. Aha, interesting. Zum Markt können wir jetzt auch nicht. Grillen füttern. Maden füttern. Pflegen. Was wir auf jeden Fall bei ihr brauchen, ist, dass sie nicht so viel erschöpft ist. Weil das ist einfach ganz schlimm. Ganz schlimm. Was? Sonst müssen wir bei ihm mal vorbei. Ja! Wir müssten eigentlich bei ihm vorbei, weil er kann nicht schlafen, der Boy. Kann ja nicht sein. Amara ist sehr hungrig. Ja, okay. Okay. Eis hinzufügen. Mehr. Öffnen. Hier. Amara, nimm dir hier ein leckeres Gericht. Njam, njam, njam. Lecky smecky. War die ganze Zeit in diesem Sperrbildschirm alles da, wo diese Sprüche stehen. Zum Beispiel, was wollen wir? Halbwände. Wo finden wir sie? Im Baumodus. Oh no! Im Loading-Screen sozusagen. Hat jemand eine Idee, welches Pack ich mir holen kann, welches sich richtig lohnt zu holen? Bin die ganze Zeit im Überlegen. Die Frage ist vielleicht, ob was hast du nicht? Man kann halt einfach nicht pauschalisieren, welches Pack man sich holen soll. Ich finde zum Beispiel, Strangerville ist schon ein mega cooles Pack. Strangerville ist ein mega cooles Pack. Dann das Vampir-Pack. So, meine lieben Weltmenschen, ich habe meinen Rechner jetzt mal ausgeblasen. Falls jemand ein Kopfkissen aus Staub haben möchte, also schon Vampire oder das Tier-Pack? Ich brauche dringend Eco-Living. Ja, es ist so cool. Kann ich nur bestätigen. Sage ich dir, wie es ist. Es ist richtig, richtig cool. Kunigunde bitte herausrufen. Mann, ey, es nervt mich. Warum? Guck mal. Kuh füttern. Kuh putzen. Kuh melken. Sehr schön, sehr schön. Und hier müssen wir auch Eier sammeln, Stall säubern und Futter in der Nähe verstreuen, weil sonst jammern die Hühnelis rum. Ja, ja. Die machen dann weh, weh. Ja, hab ich beide, ja. Okay.
Was für ein Pack A, zum Bauen oder mehr zum Gameplay? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich mit diesen Gartenzwergen umgehen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich neulich eine Bewegung gesehen habe. Alles klar. Eier gesammelt, Vitaldünger erhalten. Okay. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal. Oh, können wir. Mehr. Magie. Blitzplank. Schnell. No. Ja, ist da. Bleib da. Ja! Mega! Magier Rang 3, Eingeweihte erreichen und 3 Duelle gegen einen anderen Magier gewinnen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, wir sind ja gut. Wir speichern jetzt mal und dann gehen wir in die Stadt und dann verkaufen wir das ganze Zeug. Nee, Sexenpack habe ich noch nicht. Eher Gameplay. Willst du dir ein ganz großes Pack kaufen? Und was hast du noch nicht bei den großen Packs? Oder willst du dir ein Gameplay-Pack kaufen? Also was ist so das, wo du jetzt... Oh, die ist falsch rumgebaut. Kann das sein? Naja. Ich finde paranormale Phänomene ist sehr cool. Ja, finde ich auch, aber es reicht, wenn man es einmal gespielt hat, finde ich. Also, nee, die ist doch richtig rum. Was soll denn diese Lüge? Entschuldigen Sie bitte. So. Ich möchte bitte feilschen. Oder geht es jetzt noch nicht? Jetzt müsste es doch gehen. Hallo, wir möchten gerne handeln. Gott, sie ist schon wieder so müde, ne? Wir möchten gerne Dinge verkaufen. Ja! Okay, perfekt. Objekte verkaufen, 10% Gewinn. Yay! Ich habe noch nicht an die Arbeit, aber ins Schneeparadies bei den großen Packs. Ach, nur die 2. Dann kann ich dir auf jeden Fall an die Arbeit empfehlen. An die Arbeit ist richtig cool. Baldrianwurzel, Begonie, Birnchen. Oh, Bruteier. Ja, okay. Ja. 2 Stück verkaufen wir mal nicht. Genau, Flasche Milch. Freundschaftsring behalten wir auch. Giftiger Holunder, Glockenblümchen, Bohnen, Heidelberries, Knoblauch, eine Liebesrauschbeere. Mhm. Mardenmahlzeit verkaufen wir mal nicht. Salbei, saftiger irgendwas, eine Schnitterblume. Oh, holla, die Waldfee. Haben wir die? Ja, ne, haben wir ja. Gepflanzt. Vitaldünger. Weintrauben, zauberhafter Pilz. Sehr gut. Ja, dann haben wir ja richtig gut verkauft. Super Sache. Ich muss gerade noch das nächtliche Lager erbauen und bin jetzt wieder voll dabei. Das nächtliche Lager abbauen, was? Okay, dann hole ich mir, glaube ich, an die Arbeit. Die mag ich richtig gerne. Richtig super. An die Arbeit ist passend, wenn du gerne mit zur Arbeit gehst. Und aber in Schneeparadies eher für den Urlaub. Oder wenn du große Grundstücke baust, ja. Und vielleicht noch Magier-Hexenpack mal schauen. Danke schon mal an alle. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Warte, ich hatte doch noch eine Mission gerade. Wartet mal. Ich hatte noch eine Mission. Hab schon wieder vergessen. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nach Hause wieder. Leider schon. Denn wir schlafen sowieso gleich im Stehen ein. Wir schlafen gleich im Stehen ein. Das geht gar nicht klar.
So. Amara ist zurück von der Tagespflege, ja, und dann soll sie einfach jetzt schlafen gehen. Oder nee, sie geht nicht normal schlafen, sie macht einfach ein Kraftnickerchen, denn es ist 11.30 Uhr. Aber ich würde sagen, jetzt ist an der Zeit zu beenden, denn wir nehmen 2 Stunden auf. Ich muss mich jetzt fertig machen. Und dann geht's los auf eine 6- bis 8-stündige Autofahrt. Wir werden sehen, wie lange wir brauchen. Und deshalb beende ich jetzt den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr gerne mal live dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch. Da heiße ich auch Sepharina, so wie hier. Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Muah.